Hallo liebe Zuschauer, heute zeige ich euch, wie man über DVB-T2 die privaten Sender über einen Samsung-Fernseher gucken kann. Ja, damit ihr die privaten Sender über Freenet TV gucken könnt, müsst ihr hier ein Modul installieren, beziehungsweise der Fernseher muss eventuell Freenet geeignet sein. In dem Fall ist es nicht. Dazu brauchen wir dieses Modul, und wenn ihr natürlich die privaten Sender sehen möchtet, braucht ihr so eine Guthabenkarte für 12 Monate, im Augenblick noch 99 Euro für die privaten Sender. Das sind die Sender, die ihr im Augenblick empfangen könnt. Manchmal kommt was dazu, manchmal geht auch ein Sender weg. Ja, und hier hinten gibt es eine Telefonnummer, da ruft ihr an. Ja, in Köln muss es sein, dann rubbelt ihr das frei. Ja, vorher müsst ihr eure Freenet-ID-Nummer durchgeben. Die Freenet-ID-Nummer zeige ich euch auch im Menü, nachdem wir das installiert haben, wo sich die Freenet-ID-Nummer befindet. Und wenn ihr die Freenet-ID-Nummer habt, ruft ihr hier an, gebt die Freenet-ID-Nummer über die Tastatur, dann rubbelt ihr das Feld frei. Wenn dann verlangt, dann einen Guthabencode eingeben, und dann könnt ihr auch die privaten Sender über DVB-T2 empfangen. Ja, dann habt ihr hier so einen Adapter, einen CI Plus Adapter, ja, für das Modul. Das ist immer bei jedem Fernseher eigentlich dabei. Und in dem Fall drehen wir mal den Fernseher um. Zeige ich euch, wo das ist. So. Zwar in dem Fall ist es hier. Hier ist ein Aufkleber drauf. Der wird abgenommen. So, dann stecke ich den ein. Hier oben wird es eingehakt. Klick. So, dann mache ich mein TV-Modul für Freenet auf. So, und den stecke ich so rein. So, jetzt sitzt er drinnen. So muss er sein. Jetzt ist er fähig, die privaten Sender zu entschlüsseln. Ja, Voraussetzung ist, dass der Fernseher natürlich einen DVB-T2-Receiver integriert hat für die privaten Sender. Nur für den Empfang von DVB-T2 ist das natürlich nicht nötig, beziehungsweise für die öffentlich-rechtlichen Sender. Dafür braucht ihr dieses Modul nicht. Dieses Modul braucht ihr nur für den Empfang von privaten Sendern über DVB-T2. So, jetzt habe ich das Gerät mal eingeschaltet. Jetzt geht ihr ins Home. Dann geht ihr bitte mit diesen Ringtasten nach, ja, links sind wir schon, dann einmal runter, nach links, runter, runter auf Einstellungen, dann auf OK. Dann geht ihr ganz nach rechts, ganz nach rechts, ganz nach rechts. Auf Einstellungen, drückt wieder die OK-Taste. Dann habt ihr ein Menü, da geht ihr runter auf Senderempfang. Dann nach rechts, dann wieder runter auf Common Interface, OK. Und dann auf CI-Menü. So. Und jetzt seht ihr hier Freenet TV ID Menü. Da drückt ihr bitte auch noch einmal auf die OK-Taste. Und jetzt habt ihr die Freenet TV ID Nummer. Ja, ich gucke mal, ob ich euch die Telefonnummer noch dazu sagen kann. Dann habt ihr sie auch. Dann ruft ihr bitte unter 0221 4670 8800 an. Das machen wir mal jetzt zusammen. So. Also. 0800. Beziehungsweise nein, Quatsch. 0221 4670 8800. So. Bei Freenet TV.
Bei der Aktivierung Ihrer neuen Guthabenkarte steht Ihnen unser elektronischer Assistent rund um die Uhr zur Verfügung. Los geht's. Bitte geben Sie nun Ihre 11-stellige Freenet-TV-ID ein oder sprechen Sie die 11 Ziffern Ihrer TV-ID einzeln auf. Diese finden Sie auf einem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite Ihres Freenet-TV-Receivers oder Ihres Freenet-TV-Moduls. 6446669680. Sie haben folgende Freenet-TV-ID eingegeben. 6446669680. Ist das die korrekte Freenet-TV-ID Ihres Empfangsgeräts? Drücken Sie bitte 1 für Ja und 2 für Nein. Vielen Dank für Ihre Freenet-TV-ID. Wir beginnen nun mit der Aktivierung. Bitte halten Sie Ihren Guthabencode bereit. Für die Aktivierung benötigen Sie den 12- bis 14-stelligen Guthabencode. Bei im Handel gekauften Guthabenkarten finden Sie diesen unter dem silbernen Rubbelfeld. Bitte rubbeln Sie den Code nun vorsichtig frei und schalten auf Ihrem TV-Gerät RTL HD ein. Sie haben den Code freigerubbelt, 12- bis 14-stelligen Guthabencode. Bei im Handel gekauften Guthabenkarten finden Sie diesen unter dem silbernen Rubbelfeld. Bitte rubbeln Sie den Code nun vorsichtig frei und schalten auf Ihrem TV-Gerät RTL HD ein. Ja, RTL einschalten. Sie haben den Code freigerubbelt und RTL HD eingeschaltet? Wunderbar. Geben Sie nun bitte den 12- bis 14-stelligen Guthabencode ein oder sprechen Sie die Ziffern einzeln auf. Sie haben folgenden Guthabencode eingegeben. 7676631233322. Ist das der korrekte Guthabencode? Drücken Sie bitte die 1 für Ja und die 2 für Nein. Ihre Eingabe war erfolgreich. Wunderbar. Sie genießen mit Freenet TV nun alle Top-Programme in brillantem HD. Ist schon freigeschaltet. Ja, ihr seht, Dank. RTL 2, Sat 1 Gold, ja, ist jetzt freigeschaltet. So könnt ihr alles freischalten und jetzt könnt ihr auch die privaten empfangen. Und wenn ihr sehen wollt, wie lange das gültig ist, drückt ihr auf die Home-Taste, geht nochmal auf Einstellungen wie vorhin. Ja, ich mache das jetzt ein bisschen schneller. Ja, auf Einstellungen, auf alle Einstellungen. Dann geht ihr runter auf Senderempfang, dann auf, auf Experteneinstellungen, dann auf auf Common Interface, pardon. So, hier steht, Ihre Aktivierung war erfolgreich. Na, jetzt hat er mich hier rausgeschmissen. Aber da könnt ihr halt nochmal gucken, wie lange es gültig ist, also da steht dann noch ein Datum, ein Jahr lang. So könnt ihr, wie gesagt, aus einem normalen Fernseher mit DVB-T2-Receiver einen Freenet-TV-tauglichen Fernseher machen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like dafür. Und wenn ihr unsere Videos nicht mehr verpassen wollt, auch gerne ein Abo für unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.